Hallo, ich stelle euch heute gleich zwei neue Figuren vor. Die linke hier ist Chocola und die rechte hier ist Vanilla. Sie kommen aus dem Anime-Game Nekopara, der Hersteller ist Skytube und der Scale ist 1,6. Ja, ich habe hier beide als DX-Version, das heißt, das sind die Figuren, die was man eher nackt und pervers aufstellen kann. Dann gibt es auch noch eine andere Variante, das ist die Standardversion. Der Unterschied hierbei ist eigentlich, bei der Standardversion kann man die Gesichter nicht wechseln, auch nichts wirklich nackt zeigen. Bei der Standardversion, der einzige Vorteil ist bei der Standardversion, es gibt zwei Laternen für die Figuren, die werde ich später zeigen. Und die haben die DX-Versionen nicht, die zwei Laternen. Aber bei der DX-Version ist der Vorteil, man kann ein normales Gesicht austauschen und eben zu einem angetörnteren Gesicht. Dann kann man eben hinterhalb was reinstecken, hat einen extra Unterkörper, einen anderen bei der DX-Version, den hat man bei der Standardversion nicht. Bei der Standardversion kann man auch die Haare hier vorne nicht abnehmen, dass man das Gesicht wechselt. Die sind festgeklebt, heißt, bei den Standardversionen kann man wirklich nur das normale Gesicht nehmen, was es gibt. Das andere ist auch nicht dabei. Sonst im Ganzen, genau hier eben das Nackte, sieht man auch nur bei den DX-Versionen. Bei den Standardversionen sind die Brüste hier verdeckt. Und natürlich kann man auch bei den DX-Versionen, also bei den perversen Versionen, die Figuren angezogen lassen und man kann auch die normalen Gesichter nehmen. Ja, bei der Standardversion ist eine Postkarte dabei, wenn es mich nicht täuscht. Das ist diese hier, die ganz normale angezogene Postkarte. Bei dieser hier ist das Ganze ein wenig nackiger gehalten. Diese hier ist bei der DX-Version dabei und wenn ich mich nicht täuscht, ist bei der DX, sind glaube ich beide Versionen dabei. Und ich finde eigentlich beide Postkarten wirklich super, also auf jeden Fall wert, dass man beide besitzt. Ja, dann zeige ich euch die Figuren ein wenig genauer. Ja, ich fange gleich mal mit Chocolas Gesicht an. Chocolas Gesicht, das ist eben das perversere Gesicht, finde ich echt toll. Also ich muss auch sagen, dass die Figuren auf den Bildern bei weitem nicht so gut aussehen wie in echt. Also ich war wirklich sehr überrascht, wie ich die zwei Figuren bekommen habe, also die vier eigentlich. Ich war wirklich positiv überrascht, ich war wirklich sehr zufrieden, also Größe ist super, also für einen 1,6 Scale passt ganz genau und eben auch Gesichter und alles sehen weit besser aus als auf den ganzen Bildern, was man sieht. Also in echt sind die Figuren wirklich der Hammer. Ja, zum Gesicht jetzt, sie hat eben den Mund offen, die Augen sind hier ein wenig zugemacht, nicht so wie bei den Standardversionen. Bei dem normalen Gesicht, da sieht das ganze Gesicht einfach ganz anders aus. Das werde ich später dann noch zeigen. Ja, von den Haaren hier überall, die Verarbeitung ist echt top. Bei Skytube kann man aber leider, Gott sei Dank, nicht viel sagen. Also Skytube macht wirklich meist top Arbeit. Es gibt selten etwas zu bemängeln. Also die Haare sehen echt klasse aus hier vorne bei dem Gesicht. Auch der Schmuck hier, der Haarreif oberhalb, sieht auch top aus. Ja, dann hier zu dem Körper von Chocola. Die Brüste sind ja bei Chocola ein wenig größer als bei Vanilla. Ich finde, sie haben die Brüste in der Größe und in der Form wirklich perfekt gemacht. Auch die Nippelfarbe sieht super aus, sie glitzern ein wenig oder glänzen, kann man sagen. Und mit einem leichten rosa Schimmer sieht echt top aus. Ja, das Gewand hier ist sowieso super, also sieht auch gut aus, das Muster, die Farben, die Linien sind ja überall wirklich ganz genau gemacht. Ja, dann kann man eben hier den Unterkörper austauschen. Man steckt was rein oder auch nicht, wie man eben möchte. Bei der DX-Version, bei der Standard ist das eben nicht möglich. Normalerweise bei der Standard-Version hat sie hier einen zusätzlichen Unterrock, den kann man aber bei der DX-Version abnehmen. Ich glaube, das geht nicht bei der Standard-Version, ich habe es aber nicht probiert, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber Po sieht super aus, man sieht hier auch das Po-Loch, sehr gut nachgemacht.
Den Schweif muss man selber reinstecken hinten, der ist noch nicht reingesteckt, wenn man die Figur bekommt. Ja, so ein Schweif selber, der Schweif sieht echt gut aus. Der Schweif hat hier vorne auch ein wenig Deko, so eine Rose, eine lilane und ein rotes Band. Sieht auch wirklich super aus. Es gibt bei beiden Figuren, bei Standard und bei der DX-Version, jeweils zwei Schweife für die Katzen. Der eine Schweif hat eben bei Chocolat hier eine Auswölbung oder wie man das nennt, hier ein Stückchen steht raus bei dem Schweif und bei Vanilla ist eben ein Loch. Und dann gibt es eben noch einen zweiten Schweif bei allen mit dabei, wo eben keine Auswölbung ist und kein Loch. Wenn man die Figuren zum Beispiel alleine hinstellen will, also man will zum Beispiel nur Schokolade und keine Vanille, dann gibt es das auch. Das ist bei Standard und bei DX dabei, also da ist dann kein Unterschied. Ja, dann zu den Haaren hinten, zu den Zöpfen. Also ich habe wirklich keinen einzigen Farbfehler gefunden. Die Haare sind perfekt, sie sind nicht abgekratzt oder sonstiges. Die Schattierungen sind ganz leicht, also wirklich wunderbar gemacht. Und ich finde auch die ganzen Bewegungen hier super von den Haaren. Das Einzige, was ich hier ein wenig bemängel, ich weiß nicht, ob man das hätte besser machen können, ist, wenn man Chocolas selbst alleine aufstellt, nicht mit Vanilla zusammen, weil man gibt ja die Schwänze hier zusammen, das zeige ich dann später mit Vanilla und Chocolat. Wenn man Vanilla Chocolat aufstellt, die wackelt sehr und ich glaube auch, dass die mit der Zeit irgendwann vielleicht nach rechts sich biegt, weil sie steht ja nur auf einem Bein. Natürlich sind beim Bein, das habe ich nicht gezeigt, bei der Base ist schon ein Metallstab, der was den Fuß hält. Aber jedoch durch das ganze Gewicht der Haare, die Haare sind echt schwer, die sind nicht leicht, kann ich mir schon vorstellen, dass in ein paar Jahren vielleicht die Figur ein wenig nach einer, also zu einer Seite sich biegt, aber das muss nicht sein, aber es kann leicht sein, weil sie steht wirklich nicht so gut auf der Base, also es wackelt wirklich sehr. Also wenn man sie zu zweit aufstellt, habe ich hier keine Angst, aber alleine kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht irgendwann ein Problem aufkommt. Ja, hier die Schattierung bei den Haaren ist in so einen leichten Braunton und schwarzlichen, wirklich dunklen Braun oder Schwarz eher schon gehalten. Sie haben das wirklich sehr schön gemacht, überall ganz leichte Schattierungen und alles, also wirklich top. Auch die Rosen hier vorne, der Haarschmuck sieht wirklich top aus. Die Haare, die muss man reinstecken, die passen wirklich sehr gut rein in den Kopf. Also man sieht hier nicht wirklich, dass ein Spalt wäre bei der einen Seite ein wenig, aber echt nicht viel. Also haben sie echt gut gemacht. Ja, ich finde es auch super hier, die Biegung von dem Rücken, weil die Figur ja wirklich eher zur Seite steht. Das haben sie echt schön gemacht. Also auch die Schattierungen sehen hier wieder echt top aus. Ein wenig hellrosa und dunkelrosa. Ja, hier auf dem Bein hat sie so Blumenmuster. Das haben sie auch schön gemacht. Ich glaube, das ist so aufgedruckt worden. Sieht auch top aus. Auch die Striche hier sehr schön gemacht. Sie haben schon ab und zu ein bisschen wackelige Linien gemacht bei Chocolat und Vanilla, aber im Ganzen haben sie wirklich sauber gearbeitet, also es gibt hier nicht viel zu sagen. Hier die Strümpfe sehen auch top aus, also auch die Linien und alles. Schön die Rüschen. Ja, dann zur Base selber von Chocolat, die ist echt schön. Also ich finde das Blumenmuster sieht echt schön aus. Auch hier den Fächer, das Holz haben sie wirklich schön gemacht. Und generell die Idee, dass die Figur auf einem Fächer steht, sieht super aus. Und dann eben mit Vanilla sieht es noch besser aus, weil der Fächer dann eben gesamt ist und nicht zu klein aussieht. Das sieht dann wirklich echt gut aus. Ja, dann zeige ich euch gleich mal Vanilla. Das ist Vanillas Face. Hier sind auch die Augen wieder ein wenig zusammengedrückt, also nicht ganz offen. Und der Mund ist offen und die Zunge sieht heraus. Das finde ich sieht bei Vanilla ein wenig komisch aus mit der Zunge, aber das ist halt mein Geschmack. Im Gesamten sieht es trotzdem super aus. Genauso wie bei Chocolat finde ich, dass Vanilla in echt viel besser aussieht als auf den Bildern. Also nicht täuschen lassen. Die Bilder bei den Figuren auf verschiedenen Seiten sehen irgendwie ein wenig komisch aus, aber in echt sehen sie wirklich super.
Ja, die Haare haben sie eigentlich auch schön gemacht. Die sind weiß mit einem leichten rosa Schimmer. Das Einzige, man sieht hier die Strähne, ist ein wenig wackelig gemacht, die hier. Aber ansonsten, also sieht wirklich alles super aus. Auch die Schattierungen mit dem Rosarot sehen echt toll aus. Auch der Schmuck hier oben sieht gut aus, also echt realistisch gemacht. Die Ohren hier sind auch sehr schön, die haben auch so einen leichten rosa Schimmer innen drinnen. Ja, dann zu dem Oberkörper von Vanilla. Wie ich vorher schon sagte, Vanilla hat kleinere Brüste als Chocola. Finde ich auch jetzt nicht schlimm. Ich finde, sie haben das wirklich gut hinbekommen. Also passt auch die Form und die Größe, passt sehr gut bei Vanilla. Hier sieht man zum Beispiel eine Linie, die was ein wenig dicker und dann dünner gemalt wurde bei dem Gewand hier. Sowas meinte ich vorher, dass SkyTube eigentlich relativ sauber arbeitet, aber doch manchmal die Linien irgendwo nicht ganz gerade sind. Aber das ist ja eigentlich auch nicht anders zu erwarten, weil das Ganze ist ja doch handmade. Heißt ja, ein Mensch kann leider auch nicht alle Linien ganz perfekt bemalen, aber so gibt es hier nicht wirklich was zum Aussetzen. Ich wollte euch das nur zeigen, wie das aussieht, wo es nicht so ganz genau gemacht worden ist. Ja, dann haben wir hier das Kleid, also die Bemusterung sieht echt wieder klasse aus. Auch die Schattierungen mit dem dunklen Blau sind wirklich gut gemacht, also echt toll. Ja, hier bei den Beinen hat Vanilla auch einen Aufdruck. Der ist ein wenig anders als bei Chocola. Auch die Rüschen hier und die kleine goldene Schleife sieht auch echt gut aus. Hier ist auch wieder so eine Linie zu sehen, wo sie kurz ein wenig dünner wird und dicker wird. Ja, hier zu den Schuhen bei Vanilla. Ich glaube, das sind die schlampigsten Sachen, die was ich bei den vier Figuren habe, die was ich besitze. Also hier sieht man, dass ein wenig Farbe ab ist bei den dunklen blauen Strich. Es ist auch generell die Linien, hier sind ja die dunkelblauen sehr schwummrig gemalt worden. Aber ansonsten ein sehr schöner Schuh. Ja, hier bei dem Fuß sieht man auch, dass sie sehr schwummrig gemalt worden sind, die dunkelblauen Linien. Das ist bei diesem Schuh wiederum sehr gut gemacht worden, bei dem anderen leider nicht. Aber ja, das ist halt Glückssache und Pechsache, denke ich mal, welche Figur das man bekommt. Ja, dann hier zu dem Arsch von Vanilla, der sieht auch super aus. Genauso wie bei Chocola sieht man hier eben das Poloch. Und wo man das Ding reinsteckt. Ja, der Fächer sieht hier relativ genauso aus wie bei Chocola. Hier gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Das Gute ist hier, Vanille liegt wirklich sehr gut auf dem Verbindungsstück, wo man die Figur auf die Base gibt. Das ist sehr gut, wenn kein Hohlraum ist. Ja, dann werde ich die zwei Figuren mal zusammenstecken. Die gibt man hier eigentlich nur so aufeinander, die Fächer. Das sieht man da eigentlich recht gut. Da ist so eine Linie bei dem Fächer unterhalb, bei Vanilla. Das sieht man dann eigentlich, wenn man die Figuren und alles ansieht, ganz genau. Und dann steckt man eben den einen Schweif in den anderen rein. Also bei mir, bei beiden Figuren, sieht es so aus, dass die Steckverbindung nicht ganz zusammengeht. Also man sieht ein kleines Stückchen rausstehen. Ich weiß nicht, ob ich das noch besser hinbekomme. Ich glaube fast nicht, weil bei der anderen habe ich das auch nicht besser hinbekommen, bei der Standardversion. Man sieht das hier, dass noch so ein kleines Stückchen raussteht bei dem Schweif. Ja, und das ist jetzt das ganz coole, schöne an den Figuren. Sie stehen jetzt beide gemeinsam auf einem Fächer. Also zumindest sieht es so aus. Sie haben das echt gut hinbekommen, finde ich. Man merkt fast nicht, dass die zusammengeschoben worden ist, die Base. Und eben, dass sie eine Herzform mit den zwei Schwänzen machen, finde ich extrem cool. Also die Idee passt wirklich super. Und auch die Pose von den beiden finde ich sehr schön, dass jeder so eine Katzenhand macht. Miau. Und eben hier mit den Händen, also auch generell die Haare und alles, dass das Ganze wirklich, die eine die Haare ein wenig nach rechts hat, die andere nach links. Im Gesamten sehen die Figuren wirklich top aus. Also ich kann hier echt nicht irgendwie was Negatives bringen. Auch von hinten, von der Seite sieht das Ganze wirklich super aus. Also echt, ja, tolle Figuren. Ja, kaufen oder nicht kaufen, ich würde die Figuren auf jeden Fall kaufen, also ich finde sie super toll. Egal welche, die Standard- oder die DX-Version, ich finde beide Figuren
extrem schön. Ja, von 10 Sternen würde ich den Figuren 9,5 Sterne geben, da sie doch manchmal schwummrige Linien haben, aber ansonsten finde ich, sind sie einfach wirklich perfekt. Es ist so viel kleiner Schnickschnack überall mit den Schleifen, Blumen und so viel Aufwand in den Figuren. Die Bemalung, Schattierung wurde echt super gemacht, die Idee von allem und die Pose, also wirklich klasse. Bezahlt habe ich bei den DX-Versionen, ich glaube, die habe ich bei Ami Ami bestellt. Die waren ein wenig teurer. Ich glaube, für eine Figur mit Zoll 240, 50 Euro. Und die Standardversionen, die waren ein wenig billiger. Ich glaube, um 20, 30 Euro waren die billiger. Aber ja, ich finde, vom Preis sind sie eigentlich für das, was man hat, ich finde, sie sind es wert. Also auf jeden Fall kaufen, kaufen. Ja, dann werde ich euch jetzt noch die Standardversionen zeigen. Ja, das sind eben die Standardversionen. Hier sieht man eben ein normales Gesicht und ich habe hier das Gewand gelassen hinten, dass es runterhängt. Auch hier die Rüschen von dem Rock von ihr, von den Kleidchen, sind ein wenig länger, dass man den Arsch nicht so sieht. Die beiden haben auch Unterhosen. Ja, ich glaube, das war es eigentlich mit dem Unterschied. Eben noch die Laternen, die kann man denen in die Hände geben. Also die halten nicht sehr gut, da muss man sehr aufpassen, dass die nicht runterfallen. Also ja, ich glaube, die gehört hier rein. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ja, so sehen die beiden aus mit den Laternen. Wie gesagt, Vorsicht, die Laternen halten nicht gut in den Händen, also die fallen wirklich sehr schnell raus. Zumindest die von Chocola, also da würde ich echt aufpassen, dass die nicht irgendwie runterfallen und das Ganze kaputt wird. Ja, das Standardgesicht bei Chocola sieht eben so aus. Sie hat eben so einen Katzenmund und die Augen sind wirklich ganz offen gehalten, also nicht zusammengedrückt wie bei den DX-Versionen. Finde ich aber auch wirklich süß, sieht auch wirklich super aus. Ja, sie hat auch hier das Top an. Das kann man bei den Standardversionen nicht abnehmen. Das kann man nicht austauschen. Die bleibt dann angezogen bei der Standardversion. Bei Vanilla ist dasselbe. Hier das Oberteil kann man nicht ausziehen, nicht abnehmen. Das bleibt genauso, wie es ist. Ja, dann haben wir hier das Gesicht von der Vanilla, die Standardversion. Die beiden Gesichter bei der Standardversion sind eben bei der DX-Version auch dabei. Aber bei der Standard eben kein DX-Gesicht. Aber ich finde, das Gesicht von Vanilla sieht hier auch super aus. Die Augen sind auch ganz offen und der Mund ist einfach ein wenig klein offen gehalten. Ja, so sehen die eben aus unterschiedlich, wenn sie eher nackiger sind und eben eher angezogen. Ich finde beide Versionen echt toll. Eben auch die Laternen sehen super aus. Da kann man auch innen drinnen eine Batterie reingeben, was ich mitbekommen habe. Die muss man unten aufschrauben und dann würden die leuchten. Aber ich glaube, ich mache das nicht, weil ich habe da immer Angst, dass die Batterien auslaufen und dann irgendwas von den Batterien beschädigt wird. Aber ja, man kann eben die Laternen beleuchten. Ist eine super liebe Idee, also auch auf jeden Fall sehr cool. Also auch bei den Standardversionen, sie sind ein wenig billiger als die DX-Versionen, auch das Geld auf jeden Fall wert und eben auch die Bewertung von mir ist 9,5 Sterne von 10 Sterne. Ja, das war mein Figuren-Revive von den 4 Figuren, von den 2 nicht so viel, aber von den anderen mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!